Achtung, Trick heißt es heute für die Finanzmärkte und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf eben diese Märkte. Es war ein wilder Ritt gestern. Es ging zunächst nach unten, dann ging es nach oben, dann wieder nach unten und dann kam die Meldung, ja, Griechenland will die Verlängerung der Kredite beantragen und dann gab es einen Euphorieschub, aber manch einer hat wohl nicht so genau hingeschaut. Es geht nämlich wirklich um die Verlängerung der Kredite und nicht um die Verlängerung des Hilfsprogramms, sondern das ist ein kleiner, aber sehr wesentlicher Unterschied, denn Verlängerung der Kredite heißt nur, lasst uns am Leben, gibt uns Geld, während Verlängerung des Hilfsprogramms eben heißt, zu den Bedingungen, die die Eurogruppe letztlich diktiert. Schäuble hat das gestern im ZDF-Interview auch bei den Tagesthemen dann nochmal klar gemacht, dass hier ein signifikanter Unterschied ist und das ist eben jetzt das, was die Märkte möglicherweise nicht so ganz kapiert haben, dass es diesen Unterschied gibt und das wird bedeuten, dass die Eurogruppe wohl nicht diese Eingabe der Griechen akzeptieren kann. Varoufakis will ja heute einen Brief an die Eurogruppe schicken und das bedeutet, dass eben Dijsselbloem wohl dann sagen muss, ja nee, that's not the deal. Wir sprechen über das Hilfsprogramm und über die Verlängerung des Hilfsprogramms und nicht über die Verlängerung von Krediten. Genau das wird das Problem sein und das könnte dann heute den Bullen die Laune doch ziemlich verderben. Schauen wir uns mal an, was die Asiaten daraus gemacht haben. Der Nikkei, der ist positiv. Wir sind 1% im Plus. Heute ja die Sitzung der Bank of Japan. Um 7.30 Uhr die Pressekonferenz von Kuroda, dem Präsidenten der Bank of Japan. Das wird nochmal ein Hingucker in Hongkong. Da wird gehandelt 0,19%, aber dünnstes Volumen. Klar, Neujahrsfest in China. Das führt dazu, dass Shanghai geschlossen ist. Das gilt jetzt nochmal eine ganze Woche lang. Und in Australien, da geht es nach oben, nachdem die Rohstoffpreise gestern dann doch wieder zugelegt haben, insbesondere Öl in einem wilden Ritt, den wir uns dann im Chart gleich mal anschauen. Was haben wir heute auf der Agenda? Was steht heute an? Da ist zunächst mal sehr viel aus den USA, praktisch nur aus den USA. 14:30 Baubeginne und Baugenehmigungen, 15:15 dann die Industrieproduktion, schön und gut. Aber wichtig wird dann das FED-Protokoll, das FOMC-Statement um 20 Uhr, denn da kann man durchaus sich erhoffen, dass hier klar wird, geht was im Juni schon oder eben nicht, das wird die grundsätzliche Frage sein. Wird die Fed an ihrer Politik grundsätzlich festhalten, auch wenn die Daten aus den USA immer schlechter werden, auch wenn die Dollarstärke sich ganz klar hier negativ bemerkbar macht, in Richtung deflationärer Tendenzen, auch durch den gefallenen Ölpreis. Das wird die Frage sein, die möglicherweise dann die Weichen nochmal neu stellen kann. All diese Dinge, wie die rauskommen, wie die zu interpretieren sind, das werden Sie dann erfahren bei finanzmarktwelt.de. Jetzt gucken wir mal rein, wie die Lage sich heute Morgen darstellt. Das ist der DAX, wie er sich gestern gezeigt hat, volatil, um es mal vorsichtig zu formulieren. Hier diese Bewegungen, da ging es nach unten unter die Marke sogar von 10.800 und dann ging es über die 10.900 Marke fast bis 10.950. Wir sind um und bei 10.900 auf X-DAX-Basis rausgekommen. Da dürfte es auch losgehen nach aktueller Indikation, also hier wenig Bewegung, was den DAX zum Handelsstart betrifft. Was macht der Dow Jones? Das ist der Verlauf gestern. Wir sehen, wir sind ein bisschen schwächer jetzt, als wir geschlossen haben, aber dennoch, es sieht gut aus. Die US-Märkte gestern mit einem Allzeithoch, der S&P, der Dow noch nicht. Und hier sind die Amerikaner momentan ganz gut gelaunt, vielleicht auch, weil sie sich für juristische Feinheiten Europas nicht so wirklich interessieren. Das könnte aber dann für sie möglicherweise ein Problem werden. Das ist der Euro-Dollar 1,1407. Es tut sich wieder mal nichts nach dem wilden Ritt gestern. Euphorie, Panik. Ähnliches gilt auch für Dollar-Yen. Wir sind bei 119,07 jetzt in Erwartung der Pressekonferenz von Kuroda. Öl hat diesen ganz wilden Ritt hier absolviert, unter die 51, dann auf die 54 in der Euphorie über Griechenland und abschließend das Gold, das er gestern auf die Nüsse bekommen hat, kann man formulieren, 1209 leicht erholt. Also achten Sie drauf, es wird spannend werden. Heute berät auch die EZB über die Verlängerung der Notkredite. Möglicherweise war der Schritt Griechenlands, hier diesen Brief schicken zu wollen, da schon ein kleines Signal an die EZB, dreht uns bitte nicht den Hahn ab, aber die Eurogruppe wird sagen, no, so geht es nicht, wir werden diesen Brief, dieses Angebot leider nicht annehmen können. Ich wünsche einen wunderschönen Tag, bis dann, ciao.